Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Remember Me. Wir haben im Trainingsraum ein bisschen aufgeräumt. Wir haben trainiert quasi mit unseren Freunden. Da liegt einer, da liegt einer. Oh, da liegt noch einer. Oh, da liegt auch noch einer. Da ja auch noch. Ja. Sie haben... Naja, sie müssen noch an sich arbeiten. Ja, die hauen schon ab. Die haben keine Lust mehr auf Training. Wir müssen Madame finden. Immer noch. Wollen sie heilen? Wir können uns nicht heilen. Warum können wir uns die ganze Zeit nicht mehr heilen? Die Szene. Wir haben das Gedächtnis von so einem komischen Sergeant da geklaut. Und kommen so in die Bastille hinein und direkt zur Madame. Hoffe ich. Oh oh, schon wieder ein großer Raum. Was ist das denn? Da ist Madame. Madame, Eindringling in der Wachenumkleide. Genauer, bitte. Sergeant Warren wurde angegriffen. Totale Gedächtnislöschung. Fast den Eindringling. Doppelpatrouillen. Ich aktiviere den Brain Drainer. Die Einzige, die hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich. Hast du jetzt auch so einen coolen Handschuh? Okay, man sollte also nicht aus dem Licht nehmen. In das Licht hinein kommen. Brain Drainer, also Name. Okay, jetzt vorbei. Aber warum gibt es hier so ein Ding? Ich denke, die Gedächtnisse sind sowieso gelöscht worden von den Gefangenen. Wo muss ich überhaupt hin? Ist eine Runde rum oder? Na gut, wir gehen da mal jetzt mal weiter. Meistens klärt sich das ja von alleine hier in diesem Spielchen. Hier ist eine Zelle. Ach, Gimmi-Szene. Gut. Einfach Knopf drücken und schwupps, die Zelle auf dem Weg zur Wartung und währenddessen 40 Mal ununterbrochen zwinkern. Was? Oh, das ist ein Knopf. Arrestzelle bestätigt. Bitte zur Wartung. Okay. Unten. Oh. Madame und Dr. Quaid werden zum Verhörgebäude gebeten. Was, Madame und Dr. Da, die Verhörzellen sind ganz nah. Beeil dich. Ach, sie wollen wahrscheinlich jemanden verhören und werden nicht verhört. Oh, hier liegt was. Ah. Achso, da können wir auch rum. Da geht's auch weiter. Achso, was heißt auch weiter? Da geht's überhaupt erstmal weiter. Alter! Was ist sie denn?
Das war so klar. Gegen sie müssen wir natürlich kämpfen. Oh, nein, das wollte ich nicht. Okay, sie hat selbst Agile gechillt. Aua! Das ist schon kaputt. Ich glaube, es ist wirklich schon kaputt, oder? Okay, wenn das so sein sollte, dann habe ich jetzt nicht so eine Angst vor dem. Es sei denn, es sind ganz viele auf einmal. Boah. Oh, also diese Bombe gefällt. Ich weiß gar nicht. Sollte man zuerst diese Typen hier erledigen oder heißt das Viech da oben? Ihr schießt das Viech ja nur. Das Roboter. Das sieht man sehr genau. Oh, der hat sogar getroffen. So, dann müssen wir jetzt wieder ein paar Heil-Kombos machen. Oh, das sieht aber aus. Ich war schneller. Okay. Oh ne. So. Oh. Das sind zwei. Aua. So. Und du auch. Okay, das macht natürlich jetzt nicht so viel. Na komm. Schieß. Und stirb. Oh, was? Okay. Gut. Gut. Das wäre das. Kann man da hoch? Nein, kann man nicht. Man muss jetzt bestimmt wieder irgendwo drüber klettern. Muss man das? Muss man das nicht? Irgendeinen Schalter drücken oder eine Treppe hoch. Das geht natürlich auch. Oder komme ich von hier? Nee. Die Verhörzellen sind wohl hier entlang. Okay, da ein blauer putzender Roboter. Und dann in der Ecke liegt was. Gut. Das war wieder sehr... Na gut. Hier noch irgendwas Cooles. Nee. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Da kann man rein. Befragungsraum Nummer 3. Okay. Hier sitzt jemand. Ah, ich muss mich schnell mal am Auge kratzen. Schläft er? Ja. Befragungsraum Nummer 6. Boah, was ist denn da los? Überprüfe Genehmigung. Ihr Gedächtnisjäger seid alle so naiv. Vertut euer Geschick mit Diebstahl. Oh, das ist doch hier unser Fan, oder? Hm.
Mausi, ich zeige dir die wahre Macht des Memory-Spiels. Und hinterher wirst du denken, du hättest mich immer verehrt. Nein, niemals! Ruhe! Mit der Zeit wirst du bereitwillig dein Leben für mich opfern. Und woher weiß sie, dass das bloß ein Spiegel ist? Jetzt oder nie, Schwester. Schnapp dir den Zugang zu den Gefängnisservern. Du dich ganz allein um die Komfortburg Saint-Michel herumtreibst? Mein Gott, Edge. Das war Bad Request. Sie haben ihn. Nicht ablenken lassen. Er wird mit den anderen zusammen befreit. Folge Madames Reminiszenen zu den Speicherservern. Okay. Ging das jetzt draußen eigentlich noch weiter? Weil ich komme nicht mehr zurück. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Nur autorisiertes Personal. Lagerraum. Wir gucken nochmal in den Lagerraum. Hier ist natürlich... Oh, doch. Es liegt tatsächlich was da. Ah, schon wieder ein großer Hof. Das heißt Kampf. Was? Alle Aktivitäten werden videoüberwacht. Edge? Okay, ich bin in Position. Los. Du bist echt die Superheldenschwester. Wirklich. Du musst in der Nähe vom Eingang zum Panoptikum im Hauptturm sein, wo die Gedächtnisserver sind. Finde mit dem von Madame gestohlenen Gedächtnis den Weg dort rein. Okay. Ob man gegen Madame noch kämpfen muss? Sie hat so einen fashion Handschuh. Ich denke mal, sie hat das Zeug dazu, ein bisschen auszupeilen. Was ist denn da los? Ach, damit er nicht nass wird, ist klar. Oh oh. Der kann nur noch fliegen. Wow! Warte mal. Erstmal den da. Ach so. Hä? Na gut, dann nicht. Okay, doch. Wow! Aua! Das war so nicht geplant. Na komm, komm. Oh, das wollte ich nicht. Okay, ist gut. Au. Gerade so schön geheilt und du machst es wieder kaputt. Dafür bist du das. Erinnerungsüberlassung. Sind die dann wirklich tot oder sind die einfach bloß bewusstlos? Natürlich, es kommt noch mehr. Warum auch nicht? Oh, wieder was Neues. Roste in Frieden. Macht Roboter zu Verbündeten, die alle Ziele am Boden angreifen und sich dann selbst zerstören. Das klingt gut. Roste in Frieden. Hm. Wir nehmen das mal. Alter, cool. Kann ich das jetzt schon wieder nehmen? Alter. Aber ich kann das nehmen. Und weg, 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 weg. Die alle hin? Die sind alle hin. Cool. Zack. Hm. Warum konnte ich jetzt nicht mehr so schnell schießen? Na gut, ist ja erstmal egal.
Also einzeln sind die Roboter hier wirklich echt ein bisschen lächerlich. Okay, aber man kann doch übertreiben, ne? Zwei? Ja. Achso, Rost im Frieden geht noch nicht. Nein! So. Au. Nein. Nein. Ist egal. Einer weniger. Und was soll ich sagen? Rost in Frieden funktioniert wieder. Rutschen! Ja, das ist halt gut, ja, wenn man die Auto da nicht sieht. Überlass denn. So, machst du das jetzt? Ja, das war's. Gut. Von welcher Seite kam ich? Ich denke mal von hier. Genau. Kann ich das aufmachen? Ich kann das aufmachen. Die Bastille-Turmeingang. Und das ist genau das gleiche. Gut, gucken wir jetzt mal hier. Hier ist, doch, da liegt was. Technologie. Beschränkter Zugang. Na gut. Dann gehen wir erstmal hier lang. Hier war ja noch eine Reminiszene. Nennen hatte Hilfe von außen. Isoliert die Bastille vom Netzwerk. Habe ich bereits vor 10 Minuten. Das darf nie wieder passieren, Sergeant Vaughn. Dr. Quaid ist schuld. Dieser Blutsauger tut in seinem Labor, was er will. Lass Dr. Quaid da raus. Der Ruf der Bastille hat durch den Ausbruch schwer gelitten. Ja, Madame. Und gib mir Olga Sudova auf einer sicheren Leitung. Ich habe Arbeit für sie. Okay. Wartungszugang zum Hauptserver. Das klingt gut. Da wollen wir hin. Zwei Varianten oder wie? Okay. Klopf, klopf. Einmal. Aug-Kompass? Ach so, na gut. Ach so, so und so viel Zeit habe ich, na gut. War mehr als genug Zeit. Die einzige, die hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich. Das hatten wir ja schon. Ist das jetzt egal wieder, welche Seite ich nehme? Ist schon wieder so viel Platz? Ja, es ist egal. Na, wenn jetzt nicht Madame kommt. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge erfahren. Ja, ist schon wieder rum. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge und gleich nochmal im Endscreen. Bis dann, auf Wiedersehen. Also ich muss mich, glaube ich, an der Stelle nochmal entschuldigen. Die Tonqualität, die ist ja mal wirklich mega schlecht. Ich habe in der letzten Folge schon gedacht, nach dem Rendern, oh mein Gott, kann man ja keinem antun. Aber das ist ja noch viel mieser gewesen in dieser Folge.
Ich versuche das noch weiter in den Griff zu kriegen. Ich habe schon alle möglichen Filter versucht, aber es funktioniert einfach nicht, die Spitzen da irgendwie rauszukriegen. Es ist einfach zu mies, die Aufnahme ist zu versaut. Aber naja, da müssen wir wenigstens die nächsten, ja, ich weiß es nicht genau, 3-4 Folgen oder so, noch durch. Ja, zum Spiel. Kämpfe. Und noch mehr Kämpfe. Es macht Spaß. Ja, kann ich ja nicht leugnen. Aber so langsam reicht's. Die Arena-Kämpfe, ich habe das schon so oft gesagt, es ist nicht meins. Und vor allem, es wirkt künstlich in die Länge gezogen, das ganze Spiel. Man möchte jetzt langsam wissen, wie geht's weiter mit Nillen? Wie ist das mit ihren Erinnerungen? Was sind das für Erinnerungen? Wie steht sie zu ihrem Kompagnon? Wie steht er zu ihr? Was ist überhaupt mit Madame? Gut, auf Madame werden wir definitiv noch treffen. Das ist ja kein großes Geheimnis. Ob es zu einem Kampf kommt, das werde ich jetzt an der Stelle nicht verraten. Aber das erfahrt ihr ja von ganz alleine. Vorausgesetzt, ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Remember Me. Und ich sage wieder mal Tschüss!